Ja, hallo, ich bin Patrick Schönfeld. Der VDVC wurde ja recht knapp jetzt gerade schon vorgestellt. Wir wurden gegründet oder haben uns gegründet im letzten Jahr, in etwa zu der Zeit, als halt auch die Demos hier in Karlsruhe stattfanden. Die Idee dazu kam schon vorher. Die Idee dahinter war halt auch als, ich sag mal, außerparlamentarische Gruppe, ich sag mal, den Spielern ein Gesicht zu geben, weil es, wie wir gefunden haben, vorher auch keine Ansprechpartner gab als Spieler. Das heißt also, die Politik wurde gemacht, es wurde viel über Computerspieler geredet, aber es fand sich zum Beispiel kaum ein Interview auch in Zeitungen mit Computerspielern, weil einfach die Frage da war, wen fragt man denn da überhaupt? Man kann sich jetzt schlecht irgendeinen 16-Jährigen greifen und sagen, hier, erzähl mal, was machst denn du so? Das kommt in den Medien leider nicht ganz so gut. Und das war halt die Idee dahinter und mittlerweile sind wir ja vor allem im Jugendschutzbereich und halt auch im Aufklärungsbereich relativ aktiv, auch überregional. Mein Einstieg wollte ich heute machen damit, wo wir sind in Deutschland im Moment bei der Debatte um Computerspieler. Ich wollte gleich durch die Parteien durchgehen zuerst, aber ja, noch etwas, ich sag mal, die stärkste Position vom letzten Jahr ist noch bei der Polizei vertreten. Gestern oder vorgestern hat Heini Schmidt von der Deutschen Polizeigewerkschaft gesagt, er ist Landesvorsitzender in Hessen, der schädliche Einfluss auf die Entwicklung eines psychisch labilen Kindes oder Jugendlichen durch langanhaltenden Konsum solcher Killerspiele steht für mich außer Frage. Die zurückliegenden Amokläufe an Schulen sind trauriger Beweis dafür. Es muss erheblicher Einfluss auf die Medien- und Unterhaltungsbranche ausgeübt werden, um die Gesellschaft, vor allem aber unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen und deren Erziehung zu konstruktiv konfliktfähigen Menschen nicht empfindlich zu stören. Killerspiele sollten generell verboten werden. Also das war quasi Tenor im letzten Jahr. Mittlerweile sind das halt nur noch Einzelstimmen, die man dazu hört. Wie gesagt, die Parteien möchte ich gerne ohne Wertung alphabetisch durchgehen, sofern sie denn aktuelle Äußerungen dazu finden lassen. CDU macht im Moment relativ viel, auch im Internet. Es gibt diesen Dialog-Internet, da geht es auch ein bisschen mit um Computerspiele. Da wurde ich zum Beispiel auch tatsächlich mit befragt, was wir denn so halten zu Computerspielen im Internet und so. Das heißt, ist ein bisschen Geredebereitschaft da jetzt, wo sie in der Regierung sind. Der Slogan lautet Verantwortung statt Verbote, den sie da tatsächlich bringen. Man hört dann aber Stimmen wie viele dieser Kinder verbringen zu viel Zeit vor dem Fernseher oder mit zweifelhaften Computerspielen, sind aber nur selten in Sportvereinen anzutreffen. Damit finden wir uns nicht ab. Also das ist ein aktuelles Statement zur Versammlung, die dann in Karlsruhe ist, ja, übermorgen. Von der FDP war angestoßen worden eine LAN-Party für den Bundestag. Ich lese ein Stück aus der Pressemitteilung dazu vor. Der Deutsche Bundestag wird zum Spieleparadies. Die Liberalen Jimmy Schulz und Manuel Höferlin wollen gemeinsam mit der CDU-Abgeordneten Dorothee Bär eine LAN-Party für das Plenum installieren. Es geht darum, die Diskussion um Computerspiele als Ursache für Gewalttaten und als Risikoträger zu versachlichen und Berührungsängste abzubauen. Wie gesagt, das wurde angekündigt irgendwann im Ende August. War leider noch nicht, aber vielleicht kommt es ja noch. Von den Grünen hörte man zum Computerspielepreis, der sich eher um. Wir waren beim Begriff eher um Kinderspiele kümmerte. Das heißt also, es waren quasi von der Preisverleihung von vornherein ausgeschlossen Spiele, die sich explizit nur an Erwachsene richten, also auch nur für Erwachsene freigegeben sind, kam der Einwurf, der Preis darf nicht durch die politische Einflussnahme zur Farce werden und an der Lebenswirklichkeit von Spielerinnen und Spielern vorbeigehen. Teile der Politik und andere gesellschaftliche Akteure reagieren immer noch feindselig auf das Thema Computerspiele. Und dann kam ein Aufruf, ja auch mit den Spielern zu reden. Und von der Linken, das letzte Statement zum Thema Computerspiele ist leider noch aus dem letzten Jahr. Ich fand es aber doch vorlesenswert. Wenn weltweit über 11 Millionen Menschen World of Warcraft spielen, dann tun sie das. Davon kann ich ruhigen Gewissens ausgehen, um Level 80 zu erreichen, neue Ausrüstung zu erspielen und um
mit Freunden endlich neue Instanzen zu knacken. An Mord und Totschlag denkt dabei mit Sicherheit keiner. Also das sind so ja, mehr oder weniger aktuelle politische Einschätzungen zu Computerspielen. Ich möchte auf die Rechtslage jetzt eingehen, dediziert. Da gibt es ja doch einige Bestimmungen und ich visualisiere das ein bisschen. Ich habe mir ein Whiteboard hierher bringen lassen. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig mit dem Erzählen dabei. Dürfte ich das Mikro bekommen? Ja. Okay, also es gibt zum einen die... Ich hoffe, man kann es lesen. Es gibt Computerspiele, die sind frei erhältlich, da kann man in den Laden gehen und die kann man sich kaufen. Dann gibt es Stufe... Spiele, die indiziert sind, das wird schon ein bisschen komplizierter. Und dann gibt es, ich hoffe, man kann das von hinten lesen, wurden die Operngläser ausgeteilt? Okay. So, und dann gibt es tatsächlich verbotene Computerspiele in Deutschland. Die Gesetze sind für die Erhältlichen das Jugendschutzgesetz. Die Indizierung läuft auch über das Jugendschutzgesetz. Und das Verbot läuft über das Strafgesetzbuch. Hier bei den erhältlichen Spielen als Institution vorwiegend beteiligt ist die USK. Indizierung ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und ich erzähle dabei, das ist nur denen nur als Gedankenstütze, auch für euch, damit ihr ein bisschen, ich habe es ja vorgelesen, was da steht. Ja, und die Verbote werden vorwiegend von Gerichten durchgesetzt, müssen aber nicht durchgesetzt werden. Das heißt also, es ist bei verbotenen Spielen relativ egal, ob da irgendein Gericht was zu gesagt hat oder nicht. Es ist halt per Gesetz von vornherein verboten. Verboten sind, ich fange hier von unten an, ja, überhaupt Medienschriften, die zum Beispiel Symbole von verfassungsfeindlichen Organisationen erhalten. Das kennt man. Aber auch nach § 131 Schriften, die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrücken. Und das heißt also, es geht nicht nur um Gewaltverherrlichung, es geht tatsächlich auch um Gewaltverharmlosung in dem Moment. Ja, also ich als Spieler finde, das ist eine Art Gummiparagraph. Also es ist relativ schwierig zu sagen, ja, wohin wird denn jetzt verharmlost und wann nicht. Wenn man sich jetzt Tom und Jerry anguckt und sagt, ja, okay, das ist jetzt Gewalt. Ist das jetzt verharmlost oder ist das verbietenswert oder halt nicht? Und das Problem ist halt, das Ganze muss nicht per Gericht beschlagnahmt werden, um illegal zu sein. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Film verbreite, der unter dieses Gesetz fällt und irgendwann kommt ein Gericht auf die Idee, ja, das könnte ja jetzt dann doch gewaltverharmlosend sein, dann bin ich quasi rückwirkend, habe ich mich strafbar gemacht, obwohl ich das vorher gar nicht wusste. Das Thema Indizierung teilt sich auf in zwei Bereiche, und zwar einmal halt die Indizierung, wie man sie kennt, durch die Bundesprüfstelle. Soweit ich weiß, gibt es einen Beschluss der Piratenpartei, dass die Indizierung abgeschafft werden soll. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, inwiefern das überall Konsens ist oder inwiefern das jetzt nur ein Antrag war, der dann irgendwo... Aber ich habe das auf jeden Fall gelesen, dass es das gab. Vielleicht waren es doch nur die jungen Piraten. Okay, danke. Also, noch nicht unbedingt beschlossen. Also es gibt einmal die klassische Indizierung über die Bundesprüfstelle. Das heißt, da stellen irgendwelche Personen einen Antrag, sagen, ja, das ist, sieht für mich jugendgefährdend aus. Und dann trifft dieses Gremium zusammen und beschließt, zu indizieren oder halt nicht zu indizieren. Und es gibt einen zweiten Fall, und zwar, dass per Gesetz schon... indiziert ist. Das heißt also, dass die Bundesprüfstelle da gar nichts mehr machen muss. Und das betrifft, ja, wie sagt es, eindeutig oder ja, unzweifelhaft jugendgefährdende Medien,
Der Text lautet: grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttaten ausdrücken oder unmenschliche oder das Vor- oder warte oder das Unmenschliche des Vorgangs in einer menschenwürdeverletzenden Art und Weise darstellt. Dann ja, Inhalte, die den Krieg verherrlichen oder besonders realistisch, grausam, reißerische Darstellung beinhalten oder halt offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu gefährden. Das heißt also, die Indizierung bezieht sich auf Jugendschutz und das Verbot ist halt eine strafrechtliche Sache, die ja, ursprünglich dafür initiiert wurde, ja, ich sag mal, Verbrechen zu verhindern. Das heißt also, die Idee dahinter ist, dass diese Inhalte tatsächlich laut Idee des Gesetzes geeignet sind, dass ein gesunder Mensch dorthin geht, sich das anschaut und dann denkt, oh ja, jetzt bringe ich die Leute um oder mache auch was auch immer. Und die Indizierung richtet sich halt nur gegen den Jugendschutz. Oder für den Jugendschutz natürlich. Erhältliche Medien, wie gesagt, sind geprüft, werden geprüft und sind dann halt auch sicher vor Indizierung und Verbot. Das ist relativ wichtig, denn die Anbieter, sage ich jetzt mal, oder die Publisher im Endeffekt, sind halt bemüht, in diesen erhältlichen Status zu kommen mit einem Siegel von der USK, weil sie dann quasi von dem hier unten verschont bleiben, auf jeden Fall. Das heißt, sie haben dann eine Prüfung und die USK macht zwar die Prüfung, es sind aber die Landesjugendbehörden, die also im Endeffekt wieder ein staatliches Siegel vergeben, dass dieses Spiel auf jeden Fall dann nicht jugendgefährdend ist. Und ja, Problem klingt relativ einleuchtend im ersten Moment. In der Praxis gibt es einige Probleme. Dadurch, man muss mit Beispielen kommen. Also wenn man sich anschaut, was zum Beispiel indiziert wird, ist es relativ schwierig, die Schwelle zu finden zwischen Titeln oder überhaupt Filme betrifft es ja auch, die indiziert werden oder gar nicht indiziert werden, sondern indiziert sind per Gesetz schon und solchen, die eine Freigabe erhalten. Das heißt also, wenn ich ein Händler bin und Filme in mein Regal stellen möchte, muss ich darauf achten, dass so ein Siegel drauf ist, ansonsten habe ich eine enorme Rechtsunsicherheit, was hier alles mit mir passieren kann. Wenn ich einen Film oder ein Computerspiel verkaufe an ein Kind oder an wen auch immer, dann darf ich das zum einen nicht machen, weil es halt keine Freigabe für das Kind hat, aber zum anderen kann ich mich tatsächlich auch strafbar machen wegen Verstößen, weil es eindeutig jugendgefährdend ist, wenn ich es ins Regal stelle. Das heißt also, ich werde als Händler tunlichst vermeiden, etwas Indiziertes oder etwas Indizierensmögliche ins Regal zu stellen, weil ich ja quasi schon mit einem Bein im Gefängnis stehe. Ja, die Altersfreigabe durch die USK, denke ich, ist relativ bekannt. Die machen halt ihre bunten Pappen überall drauf. Das Konzept der USK möchte ich noch erwähnen, unterscheidet sich sehr stark von dem Prinzip, was eigentlich in ganz Europa sonst bekannt ist, ist die PEGI, also die Pan-European Game Information heißt das Ding, genau, und das sind zwei verschiedene Systeme. In Deutschland wird halt tatsächlich das alles angeschaut und alles durchgespielt und die Filme werden geschaut und dann trifft wieder ein Gremium zusammen und das ist halt, wie man das halt in Deutschland macht. Und dann, die PEGI läuft anders, da gibt es halt einen Katalog und da wird dann bewertet anhand dieses Fragekatalogs, was jetzt wie sehr geeignet ist. Das heißt, es ist zum einen ja sehr nachvollziehbar, zum anderen ergibt sich dadurch aber eine Problematik, inwiefern denn der verschiedene Einflüsse, also im Endeffekt wird der Konsument außen vor gelassen bei diesem Fragenkatalog. Das heißt also, wie das Gesamtprodukt wirkt, das lässt sich halt durch einen Fragenkatalog sehr schlecht ermitteln und das läuft besser, wenn es halt sich ja Leute anschauen, die dann tatsächlich bewerten. Inwiefern da eher die Nachvollziehbarkeit oder genaue Einstufung besser ist, da streiten sich Computerspiele sehr stark, muss ich sagen auch. Die USK gibt keine Schnittempfehlung.
Die USK schaut sich das fertige Produkt an und sagt geeignet ab 16 oder geeignet ab 12 oder halt nicht geeignet für Kinder oder ab 6 oder was auch immer. Die PEGI hat halt diesen Fragenkatalog. Das heißt also, der Entwickler kann sich vorher anschauen, okay, was darf ich machen, um die Frage ab 16 auszureizen. Das heißt also, kann hier noch ein bisschen gestellt werden und dann gibt es da noch 2 Liter Blut mehr, die sind noch in Ordnung. Und das funktioniert halt bei der USK nicht. Das heißt, da gibt es eine ja, im Endeffekt eine Schwarz-Weiß-Kontrolle, wenn durchgefallen, dann durchgefallen, kriegen sie es zurück und dürfen dann im Nachhinein machen. Führt zu einer Art Überregulierung, weil natürlich eher mehr rausgenommen wird. Inwiefern das Zensur bedeutet, weil es ja, ja doch durch die Hersteller und Entwickler selber passiert, ist halt dann eine andere Frage, weil es ja dann im Endeffekt auch selbst Zensur ist, um auf den Markt zu kommen, wenn man halt jetzt die Indizierung außen vor lässt. Kommen wir zum nächsten Thema, was damit drin ist. Auch bei uns im Verband heiß diskutiert ist Blacklisting versus Whitelisting im Endeffekt. Und zwar sieht man hier 2 verschiedene Ansätze. Man hat hier einmal bei den erhältlichen Medien oder bei den klar erhältlichen Medien einen Whitelisting-Ansatz. Ich denke, ich bin in einem relativ IT-affinen Umfeld. Also das heißt, es wird quasi eine Liste gemacht, was für welche Altersstufen geeignet ist und die Inhalte, die nicht auf dieser Liste stehen, über die wird keine Aussage gemacht. Und wir haben zum Zweiten hier einen Ansatz, der sagt, was schlecht ist. Das heißt, da gibt es dann auf der anderen Seite die Blacklist. Es gibt jetzt halt die Position auch bei uns, die Präferenz hat sich noch nicht ganz gefunden. Zum einen gibt es halt die Stimmen, die sagen, das Blacklisting ist vorzuziehen, weil, ich sag mal, weil man leichter einen Weg drumherum findet. Das heißt, es ist schwieriger möglich, alles zu erfassen und man hat am Ende rein praktisch mehr Inhalte, auf die man zugreifen kann. Das heißt also, eher alles verboten wird, ist es dann halt doch irgendwann auf dem Markt gewesen und man hat mehr Möglichkeiten, ja, erstmal reinzukommen und muss sich da nicht dieser Vorprüfung unterziehen. Das Whitelisting allerdings ist meine persönliche Meinung, im Jugendschutz einen sehr großen Vorteil, da zum einen klar geregelt ist, dass halt alles angeschaut wurde, was da erhältlich wird. Und zum anderen wird ja keine Aussage gefällt über die Sachen, die nicht geprüft wurden. Das heißt, also, es findet weniger Diskriminierung statt im Endeffekt. Das heißt, es ist ziemlich egal, ob jetzt etwas nicht geprüft wird oder geprüft wird und eine hohe Einstufung bekommt. Ich könnte mich entscheiden, einfach gar nicht zu prüfen und das ist keinerlei Wertung. Das heißt also, ich kann diese verschiedenen Dinge hier, klar jugendgefährdend, gar nicht mehr unterscheiden. Das heißt also, es ist eine größere Mündigkeit seitens des erwachsenen Konsumenten da, der sich ja dann nicht an die Whitelist mehr halten muss. Ja, wir haben viel über Gesetze und so weiter geredet. Ich wollte noch was bringen zu den Grundlagen. Und zwar, ich glaube, ich lese es einfach. Und zwar fußt das ganze Prinzip mit diesem Jugendschutz und so weiter. Im Endeffekt hat sich auf dem Grundgesetz schon, also nicht nur Jugendschutzgesetz, sondern ein wichtiges Faktum ist halt, dass dieser indizierte Bereich für Handel gilt, für alle außenstehenden Menschen, aber halt für die Eltern nicht. Das ist wichtig. Die Eltern dürfen, ja, wenn sie sehen, dass ihr Kind schon so weit ist und eventuell 17 Jahre alt ist und gewisse Inhalte schon verträgt, dürfen sie halt ihrem Kind das schon zugänglich machen, obwohl es ja, per Beschluss der BPJM eventuell dann jugendgefährdend ist. Und das geht ja, auf das Grundgesetz zurück. Das steht nämlich in Artikel 6, dass Pflege und Erziehung der Kinder natürliches Recht der Eltern sind. Das heißt also, das ist tatsächlich so, dass man in diesem Bereich auch sehr schwer eingreifen kann. Das heißt also, es ist, auch wenn die Gesetzgeber es meinetwegen im letzten Jahr gerne gesehen hätten, es ist kaum möglich, den Eltern das Recht zu nehmen, zu entscheiden, was ihre Kinder an Medien konsumieren. Und das kann man gut und schlecht sehen. Es ist einfach ein Fakt. Mögliche Angriffe, sage ich mal, die darauf
erfolgt sind bisher, sind einmal, dass gesagt wurde, dass gewisse Inhalte die Würde des Menschen verletzen könnten. Und zweitens gibt es im Artikel 2 Grundgesetz die Formulierung, dass Rechte nicht gegen verfassungsgemäße Ordnung und das Sittengesetz verstoßen dürfen. Das heißt also, das ist die zweite Möglichkeit, hier in die Arbeit oder beziehungsweise die Einschätzung der Eltern einzugreifen. Zum Abschluss, zum einen, Auswirkungen auf den Spieler durch dieses System sind zum einen, dass, das kennen alle, dass es halt deutsche Versionen gibt von Computerspielen. Das heißt also, es wird an den Spielen geschnitten, damit halt eindeutig diese Kennzeichnung gegeben wird, ab 18, damit halt diese ganze Gefahr gebannt wird, was da mit dran hängt. Und zum Zweiten halt der erschwerte Kauf. Ich hatte gesagt, dass ich als Händler, um rechtssicher zu sein, es tunlichst vermeiden werde, irgendwas in mein Regal zu stellen, was nicht freigegeben wurde, sei es nun Tetris oder sei es nun der nächste Doom-Teil, der einfach nach draußen rausgekommen ist. Und entsprechend auch als Auswirkung, dass Medien nicht berichten dürfen über Inhalte, die sich eventuell in diesem Bereich abspielen. Das heißt also, wenn klar jugendgefährdend ist, ist es ja ohne Einschreiten der BPJM schon verboten, öffentlich auszustellen, zu werben, und Zeitschriften oder Zeitungsartikel können halt als Werbung aufgefasst werden. Ja, und wenn man Inhalte hat, die tatsächlich verboten sind, dann es steht ja auch das Strafgesetzbuch sogar schon dahinter. Das heißt also, Medien berichten eigentlich auch nur über diesen Bereich, und dieser Bereich fällt raus, wobei es hier eine gewisse Zone gibt, wo vor der Veröffentlichung, also sprich vor der Indizierung, weil es ja noch nicht klar war, dann doch berichtet wird und später dann einfach nicht mehr. Ich wollte gerne noch ein Beispiel bringen für ein indiziertes Spiel. Das darf ich. Also ich gehe davon zum einen gehe ich davon aus, dass sie ja alle volljährig sind und das im Stream auch, verdammt, das dürfte ich jetzt nicht. Dann bringe ich ein anderes indiziertes Spiel als Beispiel. Es wurde indiziert vor 26 Jahren. Das heißt, es ist mittlerweile wieder vom Index runter und ich darf das bedenkenlos machen. Die BPJM meinte damals, Jugendliche sollen sich in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Hier findet im Kindesalter eine paramilitärische Ausbildung statt. Bei älteren Jugendlichen führt das Bespielen zu psychischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken und Kopfschmerzen. ich muss mal schauen, wie dieses Spiel heißt. Ich habe einen Screenshot dazu, das ist sehr lustig. Es geht um einen River Raid, hieß es genau. Es flog ein Flugzeug durch einen Canyon links und rechts. Man kennt das von diesen ganzen Spielen, wo man halt die ganze Zeit nur ballert. Und dann gibt es hier feindliche Hubschrauber und Fässer, die halt so als 3 Pixel angedeutet sind. Vielleicht haben einige hier auch gerade schon den Wikipedia-Artikel aufgemacht, das sieht so aus. Das galt vor 25 Jahren und ein paar Monaten als schwer jugendgefährdend und wurde indiziert. Es gibt noch andere Beispiele, Paratrooper zum Beispiel, ist glaube ich jetzt seit einem Monat von dem Index runter. Das sieht etwa aus wie Moorhuhn, genau das Ding. Und da sind wir wieder bei der alten Frage, Gesellschaft und Veränderung. Dieses System ist sehr starr und das war das Letzte, was ich jetzt anbringen wollte. Die Indizierung wurde eingeführt in den späten 50er Jahren. Das heißt also, es war etwas, das ausgelegt war auf Bücher, auf andere etablierte Medien, wo die Gefahren auch für die Kinder und Jugendlichen schon abgeschätzt werden konnten, beziehungsweise wo weniger Aufregung herrschte, weil das halt jeder kennt. Mittlerweile sind aber die 25 Jahre, die so ein Ding auf dem Index bleibt, Urzeiten. Es ist, wenn jetzt vor 25 Jahren, das wird heutzutage gar nicht mehr laufen, die könnten das nach 10 Jahren vom Index streichen, es bekommt sowieso keiner mehr irgendwie zu sehen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Ja? Und dementsprechend musste man hier überlegen,
Inwiefern auch das System des Whitelisting für die Kinder in dem Maße auch noch zeitgemäß ist, in dem nämlich ja, die Alterseinstufungen von vor einigen Jahren heutzutage doch teilweise hanebüchen wirken. Okay, ich fange diese Fragerunde mal an, weil mich nämlich eine Sache besonders interessiert. Du hast es auch selbst gesagt, aus jugendschutzrechtlichen Gesichtspunkten findest du das Whitelisting gut. Die Frage ist, gibt es denn überhaupt eine Gefährdung durch solche Medien, die auf die Kinder wirkt? Also was sagen da die Experten dazu? Also und welche? Nein, also die Expertenmeinung dazu ist, dass es tatsächlich ja, nicht punktuell festgemacht werden kann. Man kann nicht sagen, Medium ja, Medium nein, Auswirkung ja, Auswirkung nein. Also es gibt Studien tatsächlich dazu, die überprüfen, ob Videospiele aggressiver machen. Die haben festgestellt, dass Videospiele in etwa so aggressiv machen wie der Anblick von George Bush. So. nein, also es ist so, dass die Wirkungsforschung da relativ stark noch in den Kinderschuhen steckt. Und man muss dann halt auch sagen, dass in dem Moment eine gewisse, ja, ich sag mal, Vorsicht dann eventuell auch angemessen sein kann. Das heißt also, ich halte es für nachvollziehbar, wenn man jetzt sagt, wir geben sechsjährigen Kindern jetzt nicht alle Inhalte, egal ob wir nun wissen, ob es schädlich oder nicht, wir lassen es lieber sein, aber der Umkehrschluss, finde ich, muss natürlich sein, dass man Erwachsenen das nicht vorenthalten sollte, weil dann soll er irgendwie, man soll ja selber beurteilen, ob man sich das nun zutraut, ob man nur glaubt, dass es einen zu stark beeinflusst oder nicht. Das heißt also, wie gesagt, die Wirkung auf Kinder ist relativ wenig erforscht. Was erforscht ist, ist halt, dass es kaum Gewalttätige macht, aber ob eventuell ja, andere langfristige Wirkungen da sind, das kann man auch kaum sagen, weil diese starke Verbreitung ja im Endeffekt noch gar nicht so lange da ist, dass man jetzt irgendwelche Langzeiteffekte sehen könnte. Okay. Es gibt da ja eine relativ alte Untersuchung von CCC dazu, jetzt nicht zu Computerspielen, sondern zu Pornografie. Da sagen alle Experten im Großen und Ganzen, dass Jugendliche Pornografie, bis sie eigentlich reif dafür sind, sowieso eklig finden und sie sich nicht anschauen, daher auch gar nicht negativ dadurch beeinflusst werden können. Und die allgemeine Meinung ist dann doch eher, dass der Jugendschutz dazu dient, die Erwachsenen zu erziehen in dem Bereich und weniger die Jugend zu schützen. Ich fürchte, das kann man im Computerspielebereich auch nicht so ganz von der Hand weisen. Also es ist in der Tat so, dass natürlich eine gewisse Art gesellschaftliche Wertevorstellung damit reinspielt, ja. Das kann man nicht abstreiten. Zum anderen, vor allem auch das Jugendschutzgesetz, ja, dient quasi auch dafür, ja, den Eltern bzw. den Erziehern in den Jugendzentren oder sowas Vorschriften zu machen. Es ist zum Beispiel Faktum, dass sämtliche Filtersoftware, die installiert ist in solchen Einrichtungen, quasi nicht unbedingt dafür ist, die Kinder zu schützen, weil die Einrichtung meint, es wäre gut für die Kinder, wenn jetzt irgendwie eine Blacklist auf dem Browser läuft, sondern der Grund dafür, dass das läuft, ist tatsächlich die Rechtssicherheit, nicht gegen das Jugendschutzgesetz zu verstoßen. Das heißt also, es ist eine moralische Komponente, die da reingegeben wurde, zumindest in dem unteren Bereich, wo man tatsächlich ja, versucht, diese Inhalte von der Bildfläche verschwinden zu lassen und keine Empfehlungen gibt nur. Martin? Ein Punkt, der mich bei dieser Diskussion immer ein bisschen stört, ist, dass viele Leute, die hier in dem Fall nach einem stärkeren Jugendschutz schreien, immer das Argument bringen, ja, das kann ja nicht gesund sein, wenn die den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und diese Spiele spielen. Und ich denke dann immer in dem Moment, da geht die Argumentation völlig am Ziel vorbei, weil es kann auch nicht gesund sein, wenn ich 12 Stunden am Tag vor dem Rechner sitze und Tetris spiele. Ja, das hat ja mit dem Inhalt in dem Moment überhaupt nichts zu tun, sondern da wird auch auf der falschen Schiene argumentiert.
Ja, natürlich, das Argument ist da. Ich kann dem eigentlich nur beipflichten. Ein weiteres Beispiel bringen. Es ist vielleicht, der Herr Spitzer ist sicherlich bekannt oder nicht bekannt. Ein Hirnforscher, der in regelmäßigen Abständen versucht, zum Beispiel Strafsteuern auf Videospiele zu etablieren. Also wie halt Steuern auf Alkohol und Tabak da sind, weil er meint, es sei halt schädlich. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Vorsicht Bildschirm, und man kann wirklich sagen, er meint das wörtlich. Das heißt, also, es geht ihm tatsächlich nicht um den Inhalt, der dahinter steckt, sondern darum, dass da überhaupt ein Bildschirm steht. Das heißt, es ist eine gewisse Medienfeindlichkeit, aus der das auch resultiert, weil einfach neu und unbekannt und auch schlecht greifbar eventuell, weil die Inhalte sich ja auch sehr stark verändert haben in den letzten Jahren. Okay, gibt es noch Fragen? Eine? Irgendwie ein klein bisschen kann ich verstehen, Jugend schützen zu wollen. Ja? Also der Ansatz, naja. Die Ausprägung, was anderes. Was sind denn die Worst-Case-Fälle so? Also was haben denn die Schlimmsten, die dafür sind, das zu verschärfen und mehr unter Strafe schützen zu setzen? Was sind denn da die schlimmsten Leute und wohin wollen die? Das ist so meine Frage. Geht das so weit, dass subversive Gedanken auf dem Index landen könnten? So, weiß nicht, 4Channel oder sowas, ja? Also, wie gesagt, der schlimmste Ansatz ist ja quasi der moralische. Das heißt also, es soll indiziert werden, weil ich habe auch irgendwo ein Zitat dazu, weil gewisse Inhalte, Zitat, pervers seien. Das kam aus Bayern, ich weiß nicht genau von wem. Aber das heißt, es geht dann tatsächlich nicht um die Wirkung, sondern tatsächlich nur darum, inwiefern der Betrachter das jetzt toll findet oder halt nicht. Genau. Das wäre der Worst Case, den sich einige wünschen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass tatsächlich sogar unter den Spielekritikern sich mittlerweile die Erkenntnis breit gemacht hat, dass es auch gar nicht möglich wäre. So wird im letzten Jahr von der Innenministerkonferenz beschlossene Verschärfung des Strafgesetzbuches auf noch mehr Gewalt darstellende Medien mittlerweile nicht mehr forciert, weil es auch, ich hatte es gesagt, also es gibt tatsächlich sogar Verfassungsparagraphen, die sich darauf beziehen, weil es halt nicht machbar wäre, rechtlich sauber. Die Tendenz der harten Spielekritiker geht dahin, die Indizierung auszuweiten. Weil was indiziert ist, ist quasi tot. Zumindest von großen kommerziellen Interessen total verschluckt. Und dementsprechend, das heißt, wenn man versucht, als kleiner Entwickler sich da zu etablieren, dann kann man es sich nicht leisten, auf den Index zu gelangen. Und dementsprechend ist quasi die Indizierung das Verbot durch die Hintertür, weil faktisch man darf es zwar noch importieren zum Beispiel, aber es ist in Deutschland sehr schwer, daran zu kommen. Und der Worst Case, der existiert, realistisch betrachtet, ist, dass die Indizierung verschärft wird. Das heißt also, dass meinetwegen Gewaltdarstellung komplett auf dem Index landet. Aber das ist und Netzsperren dazu, genau. Also das ist der Worst Case, der, ich sag mal, nein, die. Genau, also das ist ein. Ja, das ist übrigens ein Aspekt, die Indizierung, das ist ein, wird gern vergessen, bezieht sich tatsächlich auch auf das Internet. Das ist im Internet nicht durch, also ist schwierig durchzusetzen. Also wenn jetzt ein Shop in Deutschland ansässig ist, der kann es halt nicht verbreiten, aber ich könnte es mir zum Beispiel ein indiziertes Medium aus Österreich bestellen im Internet, das funktioniert. Theoretisch nach deutschem Recht wäre sogar die österreichische Webseite schon indiziert. Das heißt also, wenn ich einen Computer habe und ich sehe, da gehen Kinder ran und die gehen auf die österreichische Webseite, habe ich mich strafbar gemacht. Das heißt, ich muss da auch darauf achten, dass die nicht auf die indizierte Webseite kommen oder auf die Webseite, über die sie an die indizierten Medien rankommen können. Also das ist recht heikel in dem Bereich.
Piratenkirche.